Hallo, willkommen zu einem Finale aus dem Asien-Turnier. Hier haben wir wieder einen, ich sag nicht, wer es ist, der top abgeschnitten hat. Gucken wir uns das mal an. Die Frage, ob beides Asiaten sind, man weiß es nicht. Die sehen irgendwie voll aus, die Schriftzeichen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber er hat ein scharfes S hinten dran. Beides Taranteln. Habe ich noch nie gesehen, oder? Ja, doch, wahrscheinlich schon mal. Ja, Quick oben und Nachschub unten. Der Marksman-Spieler wahrscheinlich ganz leicht im Vorteil. Ich persönlich finde die Marksman relativ gut am Anfang gegen die Tarantel. Ob das jetzt hier so ein Split sein muss, weiß ich nicht. Er hofft wahrscheinlich darauf, dass sie das Headquarter bekommen, damit er noch genug Schaden macht. Weil alleine schafft das wahrscheinlich nicht. Das mit dem Phönix, instinktiv würde ich sagen, ist das gegen den Marksman jetzt nicht ganz so dolle. Man muss auch aufpassen, wenn das hier einschlägt, stirbt er dahinter trotzdem. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Sollte nicht, passiert aber trotzdem häufig. Wobei sollte es eigentlich so eine Sache. Also es kommt darauf an, wie die gerade antreten wahrscheinlich. Eigentlich sollte es da hinten sicher sein, ne? Weil die immer zuerst schießen werden aufgrund der Reichweite. Nur wenn er das halt vorne hingestellt hätte, wie die da standen, dann wäre es gefährlich gewesen. Genau, hier drüben war jetzt so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte, ne? Aber der ist trotzdem gut abgeschnitten in Summe, trotz allem. Ja, nichtsdestotrotz, zwei Marksmen. Und das ist, glaube ich, schon sehr ungesund. Timing hätte nicht miserabler sein können. Okay, also das Timing war wirklich Krönung, würde ich mal sagen. Dann einfach mal direkt mal zweite Runde. Unidrop, der Vogel ist sehr beliebt und die Wespe auch. Huch, was wird denn das? Gut, der fährt jetzt genau in den Dings rein. Obwohl der abgelenkt wird vorher. Also hier hat er doch eine ganz gute Combo. Ich frage, wie viel Mastercard es jetzt da vorne gibt. Mal sehen. Ist ja doch auch leicht unerwartet, wenn man bedenkt, dass er mit einer langsamen Truppe von hinten kommt. Ja, aber der wird jetzt wahrscheinlich hier gemassakert, ne? Also da war halt schon die Wespe. Und das wird die nächsten Runden nicht einfacher. Das hat ihn, glaube ich, jetzt extrem weit zurückgeworfen, der versucht, das Headquarter zu snipen. Wäre das wirklich sehr stark gewesen mit dem Headquarter? Irgendwas musste da ja stehen. Also diese Wespen-Idee haben wir aber auch schon häufig gesehen, ne? An der Seite und dann geht die da mit dem Beacon rein und dann wird sie halt teleportiert und sowas, ne? Das ist, glaube ich, inzwischen schon fast bei den Top-Spielern zumindest ein Standard-Move. Und er suchte halt wieder und wieder Stellen, mit denen der Vespa arbeiten kann. Gegner schon entsprechend die Satelliten aufgestellt. Und aus dem Zentrum hat witzigerweise eine Billig-Vespa dazugestellt. Der ist natürlich jetzt tot den Rest des Spiels. Haben auch schon die Spinnen, die aus dem Norden kommen. Im Moment sieht es für oben sehr, sehr gut aus. Roller gehen in den Nahkampf. Satellit hat das Ding geholt. Ich denke, das war wegen der Wespe hauptsächlich gewesen und hat sich jetzt fast gelohnt. Ja, und da sind die Wespen aufs Headquarter. Also hat er wirklich einen Winkel gefunden, ne? Wusste ja, dass sie nach links gehen wegen seinem Crawler und hat einen Winkel gefunden, mit dem die Wespen bald aufs Headquarter zustürmen. Und das natürlich wäre nice gewesen, wäre sein Armee nicht schon tot gewesen auf der Seite. Also reicht ja vielleicht trotzdem hier noch, ne? Aber für die Adria wäre natürlich nice gewesen, hätte es noch ein bisschen früher geschafft. Hat der, glaube ich, zu viel Zeit gegeben, der Flanke. Die Wespe stand ja da hinten, ne? Hätte es vielleicht hier hingestellt. Hätte es um Timing noch geschafft, dass die Artillerie Schaden macht. Weiß man natürlich nie so genau vorher. Bombe. Ja, und jetzt denken die das halt, ne? Das war ganz witzig mit den Dingern. Also sieht sehr gut derzeit im Norden aus. Super heavy, okay. Welcher einer wird denn super heavy bei dir? Die Wespe. 1500 Leben. Ich habe da, glaube ich, noch nie ein super heavy Item auf einer Wespe gesehen. Noch nie.
Ja gut, dann gucken wir mal. Ja klar, der ist jetzt immun gegen die Fangs, mehr oder weniger. Gegen die andere Wespe würde ich nicht drauf setzen, aber der hält natürlich auch ein paar Schüsse aus. Mehr Luftwaffe. Also möchte offensichtlich das Headquarter. Die werden ja trotzdem gewonnen, shottet vom Sniper, ne? Der macht 2-3 Schaden, der hat 1,5 Leben, die Wespe. Und das also super Heavy-Item ist wirklich super teuer, ne? Da würde ich mir 10 Mal überlegen, ob das auf einer Wespe wirklich am allerbesten aufgehoben ist. Aber er hat das Headquarter wieder gesniped. Ja, und diesmal hat sogar seine Artillerie und hier, ne, lebt noch ein bisschen, um minimal von zu profitieren, wollte ich sagen. War jetzt nicht so episch viel wieder. Nichtsdestotrotz, seine linke Truppe hat komplett gewonnen. Also vielleicht hat sich ja die Tanky Wespe gelohnt zur Ablenkung. Ich hätte das Gefühl, die wäre fast ähnlich schnell gestorben, auch ohne Panzerplatte. Und die ist halt unglaublich teuer. Orbital, ne? Der will die Wespen abknallen. 300 Leben gegen 1500. Natürlich jetzt hier fies auf der linken Seite. Das ist eine ganze Armee. Versucht nochmal einen Winkel zu finden für die Headquarter. Die Luftabwehr, das ist jetzt gegen die Phoenix hauptsächlich, aber schießt natürlich auch eine Wespe ein bisschen ab. Man muss nochmal gucken, ob sich das lohnt. Rakete. Genau, hat auf die erste geschossen und dann dahinter getroffen und dann das ganze Squad fast ausgelöscht. Das war ganz angenehm. Ja, der hat jetzt beide Wespen ausgelöscht mit 2 Salven. Das war, glaube ich, eine sehr gute Performance. Also 25 Wespen hat er ausgelöscht, ne? Mit 2 Salven. Die waren aber auch geknubbelt auf ihn zugefahren. Klar, der war da eben noch nicht auf dem Feld, ne? Aber das war mal Wespenabwehr richtig gut. Normalerweise läuft das nicht so gut. Nächste Runde wahrscheinlich auch nicht mehr, weil er die aufteilt. Ja, also das ist jetzt die Superflak, könnte man sagen, das Ding. Die dummen Spinnen kommen wieder. Man merkt jetzt auch langsam, dass dieses Wespenmanöver, das hat ja schon das erste Mal, wo es gemacht hat, nicht funktioniert. Jetzt klappt es wieder nicht. Also es hilft ihm ein bisschen, ist aber extrem teuer und extrem viel Ablenkung. Also er hat, glaube ich, jetzt 4 Runden mit der Wespe gemacht, 2 davon geschafft und 2 nicht, aber das Investment ist ja astronomisch. Also im Moment ist meine Beobachtung, dass die meisten Leute, die diese super Sachen machen, die können auch mit dem Ryan oder irgendwas machen, hin und her und snipen von der Seite und so, dass die eher die Spiele verlieren als gewinnen. Ich gucke ja eine ganze Menge von diesen Top-Spielen im Moment. Ich habe noch keine super Statistik dazu gemacht, aber mein subjektiver Eindruck bisher. Ab und an klappt das halt und sehr häufig klappt es aber eben nicht. Ja, daneben wurden auch sehr viel Pech gehabt und wie gesagt, großes Investment. Also hier eben aufstellen und dann hat es in der ersten Runde nicht geklappt. Wenn der Gegner da schon stand, war natürlich übel. Bin überrascht, dass er die Luftabwehr da oben nicht ausschalten wollte. Dann hätte er mit den Wespen ja nochmal reingekonnt. Kommt hier nochmal in dem Knubbel angelaufen. Das könnte wieder teuer werden für ihn. Genau, zack. Weiß es nicht. Die stehen halt hier auch so dicht beieinander, ne? Also er hat sehr viel Luftabwehr, sehr viel Luft und ja, und dann die zusammenzustellen, dann gibt es halt auch schön Schaden von denen. Aber klar, der will das Headquarter erreichen, ne? Krass, dass er da noch einen Overlord dazu geholt hat. Ist ja alles Luft, ne? Aber trotzdem, das sieht man auch häufiger. Also ich habe heute Morgen noch ein Spiel gesehen. Da war das genauso. Da hat der eine gesagt, ich hole Luft und dann hole ich Luft und dann hole ich nochmal Luft. Ich weiß nicht, ob die Idee dahinter ist, zu sagen, ja, der Gegner glaubt das nicht, dass ich dreimal nacheinander Luft hole. Also ich habe das auch schon häufiger gesehen, dass es das passiert. Schaden. Da war genug zum Abknallen. Und gesniped.
Rakete? Nee. Schon vorher tot, schon vorher tot. Also der scheint da sehr souverän da im Norden zu spielen. Ne? Der springt nicht wie so ein Känguru hin und her. Er stellt in Ruhe seine Einheiten überall auf, regiert alles, was der Gegner macht und schneidet hervorragend damit ab. Unten haben wir jetzt jede Menge Giants. Mal gucken, oben werden es auch immer mehr. Der gute Schaden von dem kam ja unter anderem wegen den Taranteln. Ich denke, er hat Feuerrate auch wegen den Taranteln und den Spinnen, die hier spawnen, ausgegeben. Und um das Duell gegen die vielleicht noch ein Stück weit zu gewinnen. Das näher rangehen, ne, mit dem weniger Reichweite, gibt denen auch besser Treffsicherheit, den Anti-Air-Barrages. Weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist, aber das ist so ein Effekt davon. Also ich hätte an seiner Stelle jetzt überlegt, diese Wespe zu verkaufen, um die Panzerplatte auf den drauf zu packen. Weil das macht schon einen Unterschied, ob er eine Viertelmillion Leben hat oder 100.000, ja? Und bei der Wespe ist ja völlig wurscht. Die sind bei sofort tot, oder? Also mich wäre das jetzt ein absoluter No-Brainer gewesen, die Wespe zu verkaufen für die Panzerplatte auf dem dicken Fortress. Der wäre unendlich tanky gewesen. Wenn halt so eine Salve die Wespe ja trotzdem runterholt. Ich weiß gar nicht, woran sie jetzt gestorben ist. Satellit oder so. Ist durch. Ja, ist genug über. Ja, ich bin mal gespannt, ob es trotzdem noch nach Hause bringt, aber die Superpanzerplatte nicht auf den Fortress Level 2 zu packen, ich glaube, das war ein großer Fauxpas. Wir haben ja gesehen, dass die Vespa eigentlich reingeflogen und sofort gestorben ist. Also nicht so, dass er da irgendwas super Spektakuläres für bekommen hätte. Ja, aber er hat es auch so geschafft, also es geht so oder so. Ist er Level 3? Also, mich ist das wirklich, ne? Level 3, super Panzerplatte drauf, go go. Würde ich schon machen, also Level 3, Mann. Der Haze ist natürlich auch geil. Er hat hier so viele von den Dicken, die er leveln kann. Er kauft die dreckige Wespe, Mann. Letzte Runde hat sie null Schaden gemacht? Fragezeichen. Er gibt das Item lieber dem. Also, die haben ja jetzt keine Reichweite mehr, ne? Also, wenn sie Speed hätten, hier, das Item gibt ja Speed, ne? Da geht er hin und dann bam, 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 bam. Also, was erhofft er sich von dieser rushenden Wespe? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Na, mal sehen, vielleicht macht es ja einen Sinn. Aber diese zwei Items auf diese Dinger, das wäre schon brutal stark gewesen. Die laufen ja auch vor, bevor die Action richtig losgeht. Ne? Das war ein bisschen da, aber viel ist das auch nicht. Hast du denn jetzt oben gespielt? Genau, die Wespen werden einfach gemassakert. Die erste Welle Wespen ist weg. Die stehen jetzt sehr nah daran, wenn die jetzt gleich die zweite Welle machen. Aber vom Timing nicht ganz perfekt, aber genau, zwei Wespen haben überlebt. Aber nichtsdestotrotz, die zweite Wespe ist fast durch. Headquarter hat er. Ich unterstelle mal, das hätten die auch auf Level 1 geschafft. Es ging ja um die Ablenkung und nicht um die Kampfkraft, ne? Dafür braucht man nicht zwei Level 2 Wespen mit zwei Items. Ja, aber sieht gut aus im Süden. Also, so die Grundregel, wer mehr Giants hat im Late Game gewinnt, scheint hier auf jeden Fall aufzugehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch dreht. Wir können mal gerade die Giants zählen. Waren es wirklich mehr gewesen? 1, 2, 3, 4. Und unten hat er 1, 2, 3, 4, 5. Ja, knapp mehr, okay. Ne, warte mal, der hat noch 6, ne? Ja, also 6 gegen 4, also dann durchaus eine ganze ordentliche Leiste mehr Giants. Und dann ist natürlich die Frage nach Level, Items und so ein Zeugs. Drei davon sind Level 2, 4 sind Level 2, da oben sind 3 Level 2. Also er hat sehr viel mehr Geld in Giants im Süden und vielleicht war das der entscheidende Faktor. Das Headquarter Snipe hat sicher auch geholfen. Er hat es ja nie geupgradet, das Level 1 Wespe hätte beim Level 2 Headquarter sicher ein bisschen länger gebraucht, ne? Ja, warum hat das oben nicht funktioniert? Ich würde ja sagen, die Tarantel ist immer GG, von dem man dann dauert mitgefühlt. Aber das hat vielleicht auch andere Gründe. Also das Headquarter, das hätte er sicher beschützen müssen. Und der Panzer, der macht ja wahrscheinlich, ne, der hätte 2000 Schaden gemacht, die Runde davor auch 2000. Ist für einen Level 6 Panzer gar nichts. Also der hat es einfach nicht geschafft, hier vorne aktiv zu werden, zwei Runden in Folge. Der hätte sich sicher ne, verkaufen, umwandeln in irgendwie ein Upgrade. Und also das Headquarter Level 1 und Level 2 bringen, das hätte brutal viel Unterschied gemacht. Dass der Panzer nichts gemacht hat für 700, das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor dabei. Ja, das war wahrscheinlich der entscheidende Faktor sogar.
Ja, aber das mit dem Wespen-Item, das macht mich kirre. Aber dem Erfolg gibt denen ja recht, ne? Von daher, ich glaube trotzdem, dass Level 1 Wespe das auch geschafft hätte. Na gut, so, das wäre das gewesen. Das war auf jeden Fall mal interessant, wieder so ein paar Top-Spieler zu sehen. Die spielen ein bisschen anders in jedem Spiel. Aber das mit der mobilen Wespe sehen wir sehr häufig. Und diesmal hat es tatsächlich auch gut funktioniert. Und die Tarantel ist auch ein Meter mit Sicherheit, wenn Spinnen spawnen. So, ich wäre weg. Ciao, ciao.